Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Undead Legacy, wo wir uns hier unsere kleine, aber feine Blutmondbasis für die erste Horde fertig machen wollen. Ich habe gehört, der Harzer hat schon Spikes produziert. Ja. Wo ist er denn? Ja, ich habe gerade mal Harz gesammelt, ein bisschen. Ah, Ja. wo ist er denn? Da! Ja. Ja, dann. Legen Sie mal los. Genau, und ich gucke mal, ob wir mit den, genau, mit den Steinblöcken, wollte ich ja mal gucken. Stone, variabler Formhelfer. Da will ich mal gucken, ob wir eine passende Form haben. So, Shape. Du kannst ganz oben, warte mal, ganz oben, also bei der erst, bei dem ersten, da gibt's Stone Gitter. Stäbe, ja, ja, habe ich. Stone Stäbe. Und dann noch in den, hoppala. Hallo. So, fortgeschritten. So, dann nehme ich die mit Gitter oben. Jetzt muss ich aber mal hier runter. Oh, Geronimo. Also, jetzt müsste man aufpassen hier mit den So, ich Stacheln. nehme auf jeden Fall die Gitterstäbe, wenn ihr auch welche dran bauen wollt, wo die Gitterstäbe im Block oben sind. Ah gut, man kann ja dann Okay. Copy Shape machen. So. Genau. Also die sind jetzt oben, hast du gemeint. Also könnte man theoretisch was draufbauen. Ja, man kann theoretisch was draufbauen, weil Ah. es ist der Block mit Gitter oben dran. Ja, also Drunter Luft unten. bauen tun wir ja nichts mehr. So, ist aber auch gleich Schluss mit den Dingern. Schluss mit lustig. Genau, da bräuchten wir jetzt erst wieder Lehm und große Steine. Leben sammle ich gerade busy. Okay, dann gehe ich mal zu meinen Stone-Plätzen und kloppe da noch ein bisschen Steine. So, Ich wo auch. haben wir denn die Dinger? Stone. Ich immer zu Steinhaufen Sandschein. Na toll. Bin So, unschuldig. Stone, da hinten. Aber wo Genau. wir auch mal hingehen können, ist in diesen Baumarkt da. Obvious. Meinst du, die haben fertige Blöcke zum Verkaufen vielleicht? Nein, aber da kann man ja schön Lehm und Zementmischung und so abbauen. Da gibt es ja ganz viel davon. Das ist auf dem Weg zu Händler Jen. Da ist ja dieser Baumarkt da. Verdammt. Da waren wir, Das glaube ist ich, auch noch nicht drin. gar kein Stein hier. Nee, da ist nämlich auch viel Sand. Das habe ich vorhin gemacht. Ah, da, wo ich gleich bin, da ist ein Riesensteinhaufen. So, dann gehen wir mal zu Stone 2. So, Moment. jetzt bin ich da. Benutzen. So, ich habe ein bisschen Durst. Muss erstmal was trinken. Im Moment trinke ich auch. Ja. Also am frühen Morgen haben die Zombies auch noch nicht viel Bock, wa? Nee. Die haben noch keine Lust. Liegen irgendwo im Gras rum. Ja. Und die zwei, die sich zu uns getraut haben, die haben wir ja schon geblitzdingst und so. Geblitzdings, ja. So, was ist das hier für ein Ding? Ah. Steine. Oh. Aha. Mal gucken, wie viel Leben ich jetzt schon mal habe. Dann muss ich gleich meine 138, das ist nicht so die Welt, aber besser als nichts. Hey. Besser als nichts, genau. Und da hinten ist noch ein ganz großer Stein. Der Harzer ist auch am Stein abbauen. Wunderbar. Dann haben wir gleich aber, glaube ich, dann ja, insgesamt, glaube ich, gleich genug Steineblöcke, um das Ding fertig zu kriegen. Sind wir steinreich. Steinreich, ja. Ein Reich für einen Stein.
Was brauchte man denn mehr? Oder ist das das gleiche Verhältnis? Lehmstein? Habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, aber wir haben tendenziell mehr Lehm als Stein. Ah, mehr Lehm als Stein. Okay. Also ich meine, haben wir. Also kriegt man ja auch leichter. Das ist korrekt. Stein. Ja, wir brauchen 5 Steine, 1 Lehm. Ach, das ist gut. Ja. Ich habe ein Level up. Yippie. Yay. Bin jetzt Level 15. Im Bergbau? Nee, insgesamt. Ich bin Level insgesamt. 15. Bergbau habe ich, glaube ich, Fähigkeit 23 oder was da gerade stand. Ist ja jetzt noch nicht so viel. Eier. Ja, Eier sind auch okay. Ja, im Eier gibt es kein Level. Enteiern Level 18. Hat der genau. Hatze. Enteiern. 25. Grabewerkzeugeskill 25. Yes. Muss ich schnell mal gucken, wo ich mein Pünktchen hinmache. Hurra! Your Bergbauwerkzeug-Skill has improved to Level 27. Sehr schön. Aber ich denn, Ich will dann gleich schon mal nach Hause eilen. Ich will nämlich nach was schauen. 41 Bergbau. Ah. Na, angeber. Ja, du hast ja schon öfter gebüttelt. Gebüttelt und gebüttelt. Und danach können wir wieder. Danach können wir dann wieder. Erze sammeln. Jetzt ist mein Gegenstand kaputt. Ja, so ich kloppe meine Axt hier an. Mal gucken, was zuerst ist. Kaputt ist. Der Berg oder die Picke. Oh. Ja. Und ihr, liebe Zuschauer, seid dann gleich wieder mit dabei. So, fast zu Hause. So, alle haben fleißig Material besorgt. Da wollen wir mal gucken, wie viele Steinblöcke ich da jetzt rausbekomme. Und wir hoffen natürlich alle, dass die ein Weilchen halten. 24. Sind Steine noch nicht abgelegt? Warte. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ach! Mach Sachen. Jetzt. Muss man das lernen oder wieso kann ich die nicht bauen? Nimm Ziegel. Ja. Dürftest du eigentlich bauen können. Aber, auf jeden Fall brauchst du einen Ziegelstein. Jetzt geht's. Aber das ist bei mir heute komisch. Also ich könnte 500, aber ich mach mal, warte mal, wir haben 24, 30...==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 ````==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 ````==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 �װ==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 
Mit Verbündeten. Dann hast du jetzt bei geteilter BMB. Und wenn du, wenn du da einmal draufklickst, hast du es auf der Karte. Ja, ich sehe. Ich mache mir da einen Wegpunkt hin. Na, oder ich lock du brauchst eigentlich keinen Wegpunkt, weil wenn du ihn einmal anklickst, dann müsstest du ihn so sehen. Aber wenn ich die Karte zu habe, sehe ich doch nicht, wo ich hinlaufen muss. Darum mache ich mir immer einen Wegpunkt. Weißt du? Du bist aber genau richtig. Immer geradeaus. Ui. Immer geradeaus. Oh. Nein. Nein. Ist ja auch nicht weit weg. Also, so. Aber jetzt will ich mal was ausprobieren. Darum habe ich ja jetzt diese Dinger geklöppelt. So, Wanderer oder zerstört. So, warte mal. Copy Shape. Copy Shape. Das müsste doch jetzt so hier. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Copy Shape. Was denn? Wo denn? Wie denn? Wo bist denn du? Da? Ah. Ach, hast du aufgewertet. Okay. Ja, nicht schlecht. So genau auf der Höhe mit den Zombies. Der braucht, ist nicht schlecht. Genau. Der braucht nur 5. Das könnte sogar sein, dass das einmal rumreicht. Ja, super. So. Fortgeschritten. Hurra, hurra. Hat gereicht. Warte, wie viel habe ich noch über? Ich habe noch 71 über. Ach, was hier? Das ist ja... Moment mal. Ach doch, ja. Und für die nächste bräuchten wir dann Betonmischung, genau. Also, ich kann ja noch eins oben über machen, soweit wie ich komme, hä? Na schlecht. Wir haben hier Zeit und dann können wir ja sonst das nächste Mal noch ein paar Dinger durchlaufen lassen, dann können wir das noch ein bisschen verstärken, gell? Also verkehrt ist das sicher nicht. Nö. Ja, jetzt habe ich noch einen kann ich noch. Aber da bin ich noch einmal fast komplett rumgekommen, ne? Sehr schön. Gut. Sieht schön aus, ne? Ich bin ganz zufrieden. Ja, an der Ecke fehlt. Mhm. Sehr gut. So, jetzt haben wir noch 50 von diesen Blöcken übrig. Jetzt können wir uns überlegen, was wir damit sonst noch machen. Vielleicht auch für später noch. Wir könnten ansonsten, warte mal, 50. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. Aber wir könnten natürlich noch Gitter gegen das Runterfallen noch außen dran machen. Oder wir lassen es. Wie du magst, Jason, wie du magst. Also, dass man quasi, genau, einen Schutz hat. Ich habe ja immer so ein Talent zum Runterfallen, ne? Das ist, Oder vielleicht unten vielleicht noch so ein Guckloch in jede Richtung, wo man vielleicht rausschießen kann. Ein Guckloch? Eine Schießscharte. Ja, da müsste man ja wieder was wegkloppen. Jetzt ist jetzt aufgewertet ja, schon. Ja, ja. Ach so. Ja. Nee, das ist ja nicht hoch. Da müsste man eigentlich alles treffen von da oben. Würde ich mal behaupten. Ich hab schon wieder das Ding da dran. Gib mir meinen. Ich hätte jetzt sonst einfach einen Holzblock hingesetzt. Und wäre vielleicht cool, um die Stacheln drumherum, also einen Block davor, vielleicht so einen Graben machen. Ein Graben? Ein Graben. Damit die quasi erstmal in den. Ja. Aha. Ja, das kann man natürlich auch noch machen, klar. Da quasi vor den Stacheln einen Graben, dass sie erstmal den Graben und dann in die Stacheln. Ja, das ist eine gute Idee. Dann läuft ein. Warte mal. Ein Kandidat für meinen Britzelstab. Hallo. Guten Tag, der hier. Doof ist, dass man die Stacheln nicht einfach wieder aufnehmen kann. Nee, die kann man leider nicht mehr wieder hochnehmen, gell? Ich höre sogar bis hierher die Hühner gackern. Das ist ja nicht normal. Das sagst du, glaube ich, jedes Mal. Ich stehe beim Jason, ich höre es trotzdem. Du hast ein Ohr für Hühner. Solange ich nicht von Hühnern träume, ist doch alles in Ordnung. Die Hühnerflüsterin. Hier ist schon wieder ein schönes Haus. Ich gehe specken. Aber das war, da war ich gerade drin, ne? Das war das, oder? Wo ich hin und her gekraxelt bin.
unberührt. Meine. Hallo? Ganz zu mache ich es nicht. So, jetzt haben wir noch. Wie viele Blöcke haben wir noch? Noch 27. Gut, man muss ja auch nicht alles verbauen. Das ist wahr. Ich hab, so, wir haben ein bisschen rudimentären Runterfallschutz. Das ist gut, weil, ne? Wie gesagt, ich kenne mich. Rudimentär zumindest. Oh, hier knurrt jemand. Hallo? Hallo? Wo ist er denn? Er knurrt. So. Ist doch gar nicht so schlecht. Ihr könnt gucken, ob ihr noch Wünsche habt. Aha. Ein paar Blöcke habe ich noch. Aha. Ich habe, glaube ich, meine... Ich warte mal, bis ihr wieder Zeit und Laune habt und halte hier so lange Wache. Aha. Gut. Wo bist du? Noch an der... Genau, ich bin noch an der... Was für ein Doofi. Ich bin noch an der Basis. So, mit Holzkern, denke ich mal, mache ich jetzt hier, fülle ich den Rest hier noch komplett mit Stein auf. Der Holzkern bleibt. Und nehme hier den Würfel. So, und dann ist hier einmal komplett aufgefüllt. Sieht nicht mehr so designtechnisch wertvoll aus wie vorher, aber dann zumindest fällt hier keiner zwischendurch ins Loch. Genau. Gut, was machen wir mit den 18 Würfeln noch, die wir haben? Nichts mehr, ne? Reserve, legen wir zu Hause weg, oder? Wollte ich gerade sagen, kann man ja vielleicht für irgendwas wieder gebrauchen, irgendwann. Spätestens, wenn wir die nächste und übernächste Reihe Pflanzkübel anbauen für weitere Stützbalken. Genau. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, warten wir mal auf den Harzer. Mhm. So, der Harzer ist unterwegs, da oben kommt er, zur Endabnahme. Natürlich muss da hier noch nicht das letzte Wort gesprochen sein, aber so das Grundsätzliche erstmal hier. Oh, sieht gut aus. Mhm. Aber den Turm müssen wir noch 3 Meter nach rechts verschieben, sonst sieht das hier... Was? Nee, Quatsch. Bitte nochmal alles abbauen und von neu machen. Wie gesagt, ich hätte noch 18 von den Steinblöcken, hatte ich noch, falls du noch irgendwas damit machen willst. Ansonsten bringe ich die dann wieder zurück in die Heimat. Kannst du vielleicht ein Gitter hier? Solltest du frei bleiben oder hat das nicht geklappt wegen das der geht, das geht nicht, weil hätte ich das eine anders rumsetzen müssen. Gib mir mal kurz die restlichen Blöcke. Ich will mal was probieren. Na klar, probier mal. So, hier. Da gibt es auch so extra Ecken, Jason, die man da benutzen kann. I know, habe ich nur jetzt nicht gemacht. Weil so wird es schwierig mit dem Basteln, ne? Von unten vielleicht. Kannst du höchstens von draußen. Ja, genau, das hat von draußen. Er hat es zugeharzt. Ah, hat er es zugekriegt? Mhm. Von außen dran gesetzt, mit einem umgedrehten Block. Ich hab Hunger. Zeit für den Käsekuchen. Nein, doch nicht. Warte, ich geb dir was zu essen. Hier, ich hab was dabei. Ich hab. Guck mal, ich hab doch hier lecker Picknick dabei. Njom, njom, njom. Ja, schön. Guckt mal. Ich hätte sonst einen ausgegeben. Es hat zwar ein paar Zentimeter nach draußen, aber das. Das ist ja egal. Lass mich raus, lass mich raus. Ich bin am Gitter. Aber das ist gut, weil ich bin ja auch so ein Kandidat, der gerne überall runterplumpst. So. Oh, ich hoffe nur, ich falle jetzt nicht gleich direkt in die Spikes. Jetzt darfst du nur nicht aus Versehen springen. Und ich hatte hier die Idee mit den Graben. Ja, mit dem Graben ist immer so eine Sache, ne? Das kann halt auch in die Hose gehen. Aber wenn man den tief genug macht, dass die da, obwohl. Ja, umso tiefer du ihn machst, umso eher werden sie auch graben. Also wenn du ihn so tief machst, dass sie nicht rauskommen, dann graben sie ja in unsere Richtung auf jeden Fall. Also das könnte schon ein Problem werden, aber ich bin bereit, es zu riskieren. Also du meinst quasi einmal komplett ringsrum, gell? Oder? Ja. Wenn du ihn zu tief machst, wie gesagt. Gut, wir werden sehen. Wir können es ja erstmal mit einem Block versuchen. Einen Block runter. Okay, alles klar. Gut. Dann werden wir hier noch einen kleinen Burggraben errichten.
Ansonsten ist die Basis ja schon mal erstmal ganz nett. Ausbaufähig, ja. Ausbauen können wir den Spaß ja noch immer. Und dann natürlich die Auto, eine Autobahn rüberbauen und einen Hubschrauberlandeplatz, wenn wir dann demnächst unsere Fahrzeuge und alles haben. Ne? Da wird noch richtig aufgetafelt. Ich schätze mal, in Folge 412 wird es dann soweit sein. Ganz genau. Ja, wunderbar. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Das Endwerk werden wir uns dann sicherlich in einer der nächsten Folgen angucken. Und danke Sunshine, danke Harzer und vielen Dank, liebe Zuschauer, für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.